So, genau. Also herzlich willkommen auch zu meiner Session vom Global Power Platform Bootcamp. Wir sind hier im Track Zürich und bei mir geht es jetzt um Reporting in Power Apps ohne Power BI. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin CEO von PowerDoc 365. Wir sind eben eine Beratung, haben uns spezialisiert eben auf die Microsoft Power Plattform und aktuell ist der Schwerpunkt Power Apps und Power Automate, aber auch Power BI. Ich bin auch Microsoft Certified Trainer. Und war im vorherigen Leben mal Controller, also komme eigentlich aus der Fachbereichsanwendung, also gar nicht so den IT-Background. Und genau, wie kam ich zu dieser Session? Also bei uns kam letztens ein Kunde kam auf uns zu und die wollten so ein rudimentäres Reporting haben und haben gefragt, ob das irgendwie in Power Apps möglich wäre. Eine Anforderung war eben, das Ganze soll mobil abrufbar sein. Da ist natürlich so der allererste Reflex ist, ja, nehmt Power BI, ne, könnt ihr euch direkt auch eure mobilen Reports entsprechend zusammenbauen. Aber da war eben das Thema Power BI war da strategisch nicht gewünscht. Das sind Unternehmen, die nutzen SAP, die haben die SAC Cloud im Einsatz und da war halt mit Power BI nichts zu machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir mal an, was ich da mit Power Apps machen kann. Ja, also wir schauen uns mal diese Out-of-the-Box-Charts in Power Apps an und erstellen danach eben mal ein kleines eigenes Chart mit Hilfe einer Galerie. Genau, wir haben dafür jetzt 30 Minuten Zeit. Das heißt, ich muss mich schon ein bisschen auch beeilen. Das heißt, wir springen auch sofort in die Power App rein, um jetzt gar nicht hier viel Zeit zu verlieren. Und genau, ich zeige euch einfach mal, wie wir da jetzt vorgehen. Na, vielleicht mal ganz kurz in der App. Ich habe mir jetzt hier einfach mal eine Tabelle erstellt. Ihr seht quasi hier die Datensätze, Monate Januar bis Dezember. Das sind jetzt einfach ein paar fiktive Daten. Sind Einstellungsdaten, also Hire Data, jeweils dann eben mit einem Geschlecht, männlich oder weiblich. Und das wollen wir jetzt dann einfach mal darstellen. Ja, das heißt, da schauen wir uns jetzt erstmal an, welche Charts habe ich denn standardmäßig in so einer Power App. Ja, das heißt, wir gehen hier unten mal auf Chart. Das ist auch so ein bisschen versteckt, wird relativ wenig genutzt, ist aber eigentlich von den Grundfunktionalitäten schon mal ganz, ganz schön. Man sieht auch hier, ich kann auch theoretisch eine Power BI-Kachel einbinden aus einem Dashboard. Ich kann auch einen ganzen Report einbinden. Wir konzentrieren uns jetzt heute aber eher mal auf das Pie-Chart und auf das Column-Chart, um uns diese Daten jetzt einfach mal anzuzeigen. Das heißt, ich füge die jetzt einfach mal ein. Ja, ihr seht jetzt auch, die Charts kommen mit einem Standard-Datenset. Also ist einfach in der Power App ist eine entsprechende Collection hinterlegt, ne? Pie-Chart-Sample, können wir mal kurz reingucken. Könnt ihr also auch, könnt ihr von überall aus in der App drauf referenzieren. Seht ihr jetzt, was da eben entsprechend hinterlegt ist, ist jetzt für uns nicht so relevant. Wir haben ja unser eigenes Set. Aber auch einfach vielleicht hier nochmal so als Info, dass Microsoft da einfach auch so ein kleines eigenes Set mitliefert. Das heißt, was wollen wir uns jetzt eigentlich in diesem Kuchendiagramm anzeigen lassen? Wir wollen uns da jetzt einfach nur mal anzeigen lassen, die Verteilung zwischen männlich und weiblich. Ja, das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an, auch wie das aussieht. Also wir sehen, wenn ich hier die Grafik auf den Screen packe, es wird eine Gruppe angelegt und die Gruppe besteht eben aus einem Label, aus dem eigentlichen Chart und aus einer Legende. Das ist also ein eigenes Steuerelement. Und da schauen wir auch mal an, was wir da für Steuerungsmöglichkeiten haben. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite, ich sehe gar nicht so viel. Ich kann die Labels ein- und ausblenden. Ich kann auch so ein bisschen die Positionierung bestimmen. Das kennt man ja zum Teil eben auch schon aus ganz normalen Excel-Kuchendiagrammen. Und schauen wir uns mal an, wie wir da vielleicht auch das Geschlecht einstellen können. Da gehen wir mal auf die Advanced Settings. Und da sehen wir hier unten, kann ich bei Labels, kann ich entsprechend das umstellen. Ja, wir wollen uns ja die Geschlechterverteilung angucken. Dafür müssen wir natürlich erstmal auch unser Datenset anbinden. Das heißt, wir haben hier unsere Collection mit den Hires. Ja, und da sehen wir jetzt auch, okay, er versucht erstmal die Monate zu interpretieren. Also auch für jede Zeile erzeugt er mir hier eben ein entsprechendes Kuchenstück. Ja, wir sehen, die sind unterschiedlich groß, weil er vermutlich auf die Month-ID geht. Ja, das heißt, das versuchen wir jetzt nochmal umzustellen und das Ganze auf das Geschlecht umzustellen. Ja, und dann sehen wir jetzt, das Ganze ist jetzt erstmal leer. Ja, das heißt, hier sehen wir, das ist irgendwie jetzt noch nicht so richtig hilfreich. Er hat zwar jetzt die richtigen Labels, Mail, Mail, Mail und kommt dann das Ganze in Female. Aber er schafft es zum Beispiel schon mal nicht, die Sachen selbst zu aggregieren. Ja, das heißt,
Das muss ich ihm jetzt einfach vorgeben. Ja, das heißt, wir stellen hier einfach mal ein Group By. Das heißt, wir gruppieren das Ganze jetzt eben nach unserem Geschlecht. Wir gruppieren nach der Monatsspalte und nach der Monats-ID-Spalte. Die sind einfach zusammen da, damit ich eine Spalte habe, nach der ich sortieren kann. Und der Monat, dass mir der entsprechend als Klartext angezeigt wird. Ja, die Gruppe nenne ich jetzt einfach mal ganz primitiv Group. Ja, dann sehen wir jetzt, ich muss das Ganze, das ist natürlich Quatsch, was ich hier gemacht habe, muss das Ganze nach dem Geschlecht gruppieren. Das heißt, das müssen wir jetzt hier einmal so machen. Ja, wir sehen jetzt, ich habe nur noch einmal männlich-weiblich. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Wert zum Anzeigen. Das heißt, ich packe da nochmal Add Columns drum. Und hole mir dann eben entsprechend aus meiner Gruppe, hole ich mir jetzt eben meine Hire-Zahlen und sage jetzt einfach, das ist die Summe aus meiner Group, die ich hier oben drüber erstellt habe. Und da bitte die Hires, um da eben wieder eine flache Tabelle zu erzeugen. Müssen wir das Add Columns noch schließen. Und dann sehen wir jetzt hier entsprechend mein Kuchendiagramm mit der Verteilung männlich-weiblich. Dann wollen wir uns das Ganze vielleicht auch mal über die Monate verteilt anschauen. Ja, das heißt, wir fügen einfach mal noch ein zweites Chart hinzu, einfach hier ein Column Chart. Wie gesagt, gleiches Prinzip, wird standardmäßig eben, gibt es nochmal ein Column Chart Sample, eben machen wir beim Pie Chart Sample, sind eben einfach dann Sample-Dateien, die mitgeliefert werden. Auch hier zeigen wir uns entsprechend einmal die Hires an. Und hier so ein bisschen das gleiche oder der gleiche Effekt, den wir eben auch schon hatten. Er schafft es eben nicht, die Monate zu aggregieren, auch wenn sie die gleiche Bezeichnung haben. Das heißt hier vom Doing her genau das Gleiche. Ja, das heißt, wir machen hier einmal ein Add Columns drumherum. Dann eben wieder ein Group By. Das wiederholt sich so ein bisschen. Hier gruppieren wir das jetzt eben nach den Monaten, also nach dem Monat bzw. der Monats-ID. Und dann nennen wir hier die Group auch wieder Group. Dann können wir unser Group By schon schließen. Ich muss das Ganze nochmal ein bisschen weiter einrücken. So, dann auch hier wieder. Wir fügen eine neue Spalte hinzu, nennen die Hires, holen uns dann aus unserer gruppierten Spalte eben auch wieder die entsprechenden Werte und sollten dann gleich schon das sehen, was wir sehen wollen. Genau, wir sehen jetzt hier, das Ganze steigt im Moment linear an. Das heißt, es deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir hier das falsche Feld heranziehen. Also auch hier können wir vielleicht nochmal rechts schauen, was ich hier so einstellen kann. Das sind eigentlich schon standardmäßig ganz schöne Einstellungen, die ich hier vornehmen kann. Ich kann irgendwie den Abstand zwischen den Elementen erhöhen. Ich kann die Anzahl der Serien ändern. Das können wir uns gleich mal kurz anschauen. Ich könnte hier auch meine Achsen mit Min- und Max-Werten ausstatten. Und genau, kann hier relativ viele Kleinigkeiten so einstellen, wie ich das eben auch so kenne. Auch hier wieder die Marker kann ich ein- und ausstellen. Was wir jetzt natürlich sehen wollen, sind die Hires und nicht die Monats-IDs. Und da sehen wir jetzt einmal auch schön die Verteilung über die Monate. Also sehen, welcher Monat wurde wie viel eingestellt. Ja, und der Rest wird eben automatisch durchgeführt. Ich kann hier, haben wir eben gesehen, die Number of Series ist. Das kann ich auch einfach mal 2 eingeben. Und dann sehen wir entsprechend, stellt er eine zweite Säule nebendran. Bei der Säule sind jetzt die Zahlen eben so verschwindend gering, dass da nichts angezeigt wird. Aber auch das bietet mir das Diagramm eben schon out of the box. Was wir aus Power BI vielleicht ja schon kennt, ist so dieses Thema, ich kann in Power BI ja hier auf weiblich klicken und dann wird mir das entsprechend zurechtgefiltert, beziehungsweise könnte ich auf den Monat klicken und ja, die Elemente sollen sich einfach über Kreuz filtern. Das werden wir gleich mal einstellen. Ich zeige euch vielleicht vorher noch mal kurz, wo dieses Farbenset herkommt. Also auch da, wenn ihr auf das Chart geht, dann gibt es hier so ein Item Color Set. Ja, da seht ihr jetzt eben, sind die ganzen Farben eingestellt und der geht die Farben einfach von oben nach unten durch. Also das hier sind eben entsprechend die eingestellten Farben und er fängt eben mit dem ersten Element bei dem dunkelgrünen an, dann geht er auf die zweite Farbe, dritte Farbe und so weiter. Wenn er die Farbpalette einmal durch hat, fängt er wieder von vorne an. Das heißt, hier könnte man jetzt auch relativ einfach sein Corporate Color Coding einbauen,
Das Ganze hier ist ja auch nur eine ganz primitive Tabelle. Das heißt, man könnte hier dann auch entsprechende Variable definieren, könnte das dann auch für, also könnte das direkt auch auf alle Charts anwenden und hätte dann eben ein einheitliches oder ein Corporate Branding dann auch direkt für seine Charts. So, was wir uns jetzt aber erstmal angucken wollen, wie eben versprochen, ist das Filtern über Kreuz. Ja, das heißt, wir schauen erstmal, wie komme ich denn oder was passiert denn, wenn ich hier was anklicke. Das können wir vielleicht auch mal machen. Ja, wir sehen, okay, ich sehe, da wird was gehighlightet. Das gleiche gilt auch hier rechts. Das wird dann so ein bisschen eingerahmt. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, ob ich an die Werte gut drankomme. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal hier. Das heißt ja Pie Chart 1. Ich habe es auch nicht umbenannt. Und dann Punkt Selected. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also ein bisschen wie bei einer Galerie. Das ist, ich habe da einfach meine ganzen Elemente drin, sage dann Punkt Selected und kann dann auf meine ganzen Felder verweisen. Ja, in dem Fall will ich das Geschlecht haben. Und dann sehen wir jetzt, es ist leer. Wenn ich jetzt auf Male klicke, wird es hier angezeigt, Female. Das heißt, das kann ich mir jetzt ja zunutze machen, um rechts meine Grafik zu filtern. Nehme jetzt mal gerade noch das Label und färbe das mal ein, damit ich es auch wiederfinde. Und dann nutzen wir das Ganze doch hier einmal in unserer Items Property und sagen, hier meine Einstellungsinformationen, da kann ich ja einfach nochmal einen Filter drum machen. Ja, das heißt, ich sage jetzt einfach, wo das Geschlecht gleich dem Geschlecht ist, was ich in meinem Kuchendiagramm auswähle. Und dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwas. Genau, dann fehlt hier noch ein Komma. Jetzt sehen wir, jetzt ist es leer. Ja, woran liegt es? Klar, es ist im Moment, in dem Moment, wo nichts ausgewählt ist, ist das Ganze leer. Das heißt, da müssen wir dann einfach auch nochmal unseren Filterausdruck ein bisschen modifizieren. Und ich sage einfach, wenn der ganze Ausdruck blank ist, dann gib mir doch einfach alle Werte zurück. Und schon habe ich so eingestellt, dass mein Kuchendiagramm mein Säulendiagramm filtert. So, und jetzt wollen wir das Ganze vielleicht auch nochmal gerade in die andere Richtung machen. Das heißt, ich will dann vielleicht eben entsprechend auch sehen, wie ist denn meine Verteilung zwischen den Geschlechtern für die einzelnen Monate. Das heißt, hier dann eben Column Chart Punkt Selected. Column Chart 1 Punkt Selected. Punkt Monat, beziehungsweise haben wir auch die Monats-ID. Und auch hier das gleiche Prinzip, wenn nichts ausgewählt ist, ist es eben blank. Und sobald ich hier dann entsprechend was auswähle, wird mir die ID angezeigt. Das heißt, wir können jetzt einfach auch das Kuchendiagramm genau einmal in die andere Richtung filtern. Das heißt, auch hier gehen wir in die Items-Eigenschaft rein. Zumindest versuchen wir es, dass wir da den gleichen Filter drumherum packen. Das heißt auch hier Filter und dann wollen wir eben entsprechend die Monats-ID filtern nach eben unserem Column Chart 1 Punkt Selected und das ist hier vorne nicht ganz richtig, ist die Monats-ID und auch hier hinten ist es dann eben entsprechend die Monat-ID. Das schließen wir hier dann nochmal und dann bleibt die Fehlermeldung stehen, weil er jetzt sagt, hey, wir haben einen Zirkelbezug gebaut. Wir filtern das rechte Diagramm mit dem linken und das linke mit dem, also die filtern sich über Kreuz und das erkennt Power Apps als Zirkelbezug und sagt, das funktioniert so nicht. Das heißt, was müssen wir machen? Wir gehen einfach mal hier auf das On Select unseres Diagramms. Und speichern das Ganze einfach in der Variable zwischen. Dann jetzt einfach hier Set Global Month ID ist eben self.selected.monat ID. Das heißt, das Ganze müssen wir eben in der Variable zwischenpuffern und dann kann ich die Variable eben nutzen, um mein Kuchendiagramm zu filtern.
Genau, dann natürlich auch hier wieder muss ich gucken, ob das nicht vielleicht auch blank ist, damit dann trotzdem angezeigt wird. Und dann prüfen wir gerade nochmal, dass die Geschlechterverteilung funktioniert. Funktioniert super. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob die Monatsverteilung funktioniert. Funktioniert auch. Das heißt, damit haben wir jetzt mal uns so ein kleines Dashboard gebaut, um eben mal relativ schnell zwei Grafiken miteinander interagieren zu lassen. Ich könnte jetzt auch noch eine Tabelle drunter packen. Also man sieht schon, ich komme mit den Standardcharts für kleine Use Cases komme ich schon relativ weit. Was man jetzt ja so ein bisschen aus Power BI noch kennt, ist dann vielleicht auch so ein Cross-Highlighting. Also wenn ich jetzt hier auf Male bzw. Female klicke, bleibt die Säule in ihrer kompletten Höhe stehen und es wird eben nur der Teil hervorgehoben, den ich hier ausgewählt habe. Und da kommen wir natürlich an einen Punkt, wo dann einfach diese Out-of-the-Box-Funktionalitäten irgendwann begrenzt sind. Also Microsoft hat da schon ganz coole Standardfunktionalitäten gesetzt, aber das Mindset ist vermutlich da auch so ein bisschen zurecht. Wenn ihr da was Ausgefalleneres haben wollt, dann nehmt halt Power BI. Wenn ich jetzt aber kein Power BI habe, dann kann ich ja versuchen, mir was selbst zu bauen. Und das probieren wir jetzt auch einfach mal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir nehmen eine Gallery, das Ganze eben als blank vertical. Nee, vertical eben nicht. Wir brauchen eine horizontale. Wir wollen ja ein Säulendiagramm, ein eigenes bauen. Das heißt, wir wollen eine blank horizontal Gallery. Und die versuchen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja, das heißt, wir müssen da jetzt erstmal auch noch ein paar Elemente reinpacken. Ich fange mal an mit einem Container. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Da sagen wir eben auch einfach von der Höhe. Normalerweise würde ich es dynamisch machen. Für Demo-Zwecke lasse ich es jetzt einfach mal so. Das heißt, da packen wir jetzt erstmal ein Label rein. Und das Schöne an so einem Container ist, ich kann ihm sagen, fang doch bitte von unten an, den zu füllen. Und schon werden die ganzen Sachen eben unten auch ausgerichtet. Das heißt, was ich jetzt nochmal mache, ist, ich packe jetzt einfach nochmal einen zweiten Container da rein, wo ich dann jetzt eben entsprechend meine Säulen einbaue. Das heißt, in diesen Container kommen zwei Rechtecke, die dann einfach meine Säule am Ende bilden werden. Das heißt, ich brauche jetzt hier nochmal ein Rectangle, direkt zwei Stück. Dann werden die auch unten ausgerichtet. Dann mache ich den oberen direkt schon mal in einer helleren Farbe. Ja, dann richten wir die Galerie generell noch ein bisschen aus. Das heißt, ich nehme mal hier das Padding raus. Ja, ich mache das Template mal ein bisschen in der vernünftigen Größe. Beziehungsweise können wir das hier theoretisch sogar dynamisch machen. Kann ja einfach sagen, ich nehme meine eigene Breite und teile die durch die Anzahl meiner eigenen Elemente. Ja, self.allItems. Und habe dann eben entsprechend eine Galerie. Count Rows, da ist irgendwo ein Typo drin, genau, das R muss groß. Dann fehlt da noch ein U. Gott. Genau, und so kann ich das Ganze eben entsprechend dynamisch machen. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir packen jetzt hier auch mal direkt in die Items unsere Hires rein. Beziehungsweise müssen das Ganze eben dann gleich auch noch gruppieren. Ja, das heißt, hier packen wir jetzt aber erstmal rein das Item.Monat. Ja, wir sehen jetzt hier, wir haben hier auch wieder relativ viele Elemente drin. Das heißt, ich klaue mir jetzt einfach mal die Items-Eigenschaft hier aus diesem Chart. Muss dann gleich nochmal das Filtern entsprechend rausnehmen. Genau, so was wir jetzt dann direkt nämlich auch machen können, ist, wir können so ein bisschen auch die Container-Eigenschaften nutzen. Den stellen wir jetzt erstmal so ein, dass der nur so breit ist wie das Template selbst. Ja, und dann können wir hier zum Beispiel auch sagen, wir können jetzt hier mal links und rechts so ein kleines Padding einstellen, einfach dass die Säulen ein bisschen freistehend sind. Ja, auch
auch hier gerade nochmal diese Minimumbreite rausnehmen. Also ein bisschen mit diesen flexiblen Containern. Ich benutze sie echt gerne, aber an der einen oder anderen Stelle sind sie schon auch etwas lästig. Ja, das heißt auch hier wieder diese Minimumbreite, die wir dann eben rausnehmen müssen. Das stretchen wir dann auch eben entsprechend. Und jetzt geht es ja so ein bisschen darum, wie hoch müssen diese Säulen denn sein? Ja, das heißt, ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt mal hier auf meine Höhe gehe, wir haben ja, wenn ich auf thisItem.hires gehe, sehe ich ja entsprechend, ist das mein Gesamtwert. Ich kann ihn jetzt auch einfach mal durch 10 teilen, damit die Werte ein bisschen kleiner werden. Das heißt, so bekäme ich die schon da rein. Und was wir ja brauchen, ist eine Referenzhöhe. Das heißt, wir definieren uns jetzt hier einfach mal einen Maxwert. Das ist eben current.height. Ja, beziehungsweise können wir jetzt einfach mal auch hier einen festen Wert definieren. Wir sagen einfach 2300 ist die maximale Höhe, die wir jetzt mal annehmen. Dann haben wir eben noch den Ist-Wert. Das sind eben meine wirklichen Hires. Ja, und dann genau. Und dann nehme ich einfach meine Höhe des übergeordneten Containers und multipliziere den eben mit dem Anteil des aktuellen Wertes an meinem Maximalwert. Also das seht ihr dann gleich. Ja, das heißt, ich muss ihm ja sagen, okay, mein Maximalwert ist jetzt hier 2300, den habe ich fest eingegeben. Und je nachdem, wie viele Hires im Verhältnis von 2300 es hier gibt, genauso hoch wird die Säule eben entsprechend eingestellt. Ja, das heißt, das Ganze übernehme ich jetzt auch nochmal hier für das übergeordnete Element. Und da müssen wir dann gleich noch sicherstellen, dass wir eben entsprechend dieses Cross-Highlighting hinbekommen. Das heißt, dafür müssen wir gleich auch hier unsere Items-Eigenschaft noch so ein bisschen manipulieren und einfach noch einen zweiten Wert hinzufügen, um einfach zu sagen, was soll er jetzt entsprechend hervorheben und was nicht. Ja, das heißt, das ja, ich nenne die Spalte jetzt einfach mal Indicate. Und da merkt man jetzt auch schon schnell, dass das Ganze frickelig wird. Also man merkt schon, okay, jetzt muss man wirklich anfangen, sich zu überlegen, wie man das Ganze eben sauber einstellen kann. Ich nehme das mal gerade hier kurz raus. Ja, das heißt, ich muss jetzt eben auch dafür sorgen, dass meine untere Säule entsprechend kleiner wird, wenn die obere Säule angezeigt wird. Das heißt, wir haben uns ja eben diesen Indicate-Wert herausgezogen. Und ich muss gerade genau, so die obere Säule ist dann eben entsprechend. Also Indicate, wenn wir das einmal kurz rumdrehen, Indicate ist das, was ich angezeigt haben möchte. Und oben drüber der Wert ist eben der dann eben in dieser blasseren Farbe erscheint. Das heißt, hier würde ich jetzt sagen, das ist meine Gesamtsäulenhöhe minus eben dieser Indikationswert. Und im Moment sieht man ja, ist dieser Indikatorwert ist dann entsprechend 0, weil wir hier nichts ausgewählt haben. Beziehungsweise ich kopiere mir jetzt einfach kurz mal das
Säulendiagramm hier rüber. Läuft nämlich langsam die Zeit davon. Das heißt, wir müssen hier gerade noch mal kurz die Filterreferenz anpassen. Genau, also hier seht ihr jetzt entsprechend wird das Ganze sauber zurecht gefiltert. Und was wir jetzt eben nochmal einstellen wollen, ist, dass die restliche Säule eigentlich noch in dem helleren Blauton angezeigt wird. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal kurz hier in die Items-Eigenschaften reingehen. Dann müssen wir noch gewährleisten, dass wir eben entsprechenden Gesamtwert bekommen. Ja, das heißt, das habe ich in meiner Referenz-App tatsächlich so gelöst, dass ich mir in meinem OnStart nochmal eben den aggregierten Wert gezogen habe. Den lassen wir jetzt einmal kurz laufen. Und habe den dann auch als Basis genommen. Ja, das heißt, ich packe das jetzt gerade hier einmal drüber. Und genau, jetzt sieht man das. Ich hoffe, das geht von der Farbdarstellung. Ich kann auch nochmal ein etwas kräftigeres Blau nehmen. Und jetzt seht ihr eben, das Ganze wird jetzt sauber entsprechend gehighlightet. Das heißt, ich könnte jetzt auch noch einen Toggle zum Beispiel einbauen. Und könnte jetzt eben sagen, okay, will ich jetzt cross-filtern oder cross-highlighten? Das heißt, ich würde dann einfach dieser oberen Box sagen, du bist bitte nur sichtbar, wenn der Toggle auch aktiviert ist. Und baue mir hier dann jetzt eben nach und nach meine Funktionen hin. Ja, das Schöne ist an dem Container, ich kann jetzt auch einfach dann einen entsprechenden Label mit einbauen. Pack das mal ganz nach oben. Und könnte jetzt hier dann entsprechend auch sagen, okay, zeig mir jetzt hier bitte eben meine entsprechenden Werte an. Das muss man noch ein bisschen mit Bedingungen versehen, damit, wenn die graue Box ausgeblendet wird, dass das entsprechend sich runterrechnet. Aber so prinzipiell kann ich mir dann eben das Ganze auch ein bisschen customized bauen. Ich will das Ganze später auch noch in eine Komponente packen und muss dann aber eben entsprechend auch dran denken. Das ist auch so ein bisschen die Conclusion, zu der ich dann gekommen bin. Die Out-of-the-Box-Charts, ich kann die schon ganz gut benutzen. Ja, ich kann dann auch für kompliziertere Use-Cases eben auch eigene Charts erstellen. Aber ihr habt ja eben auch schon gesehen, das wird relativ schnell, relativ prickelig. Also man muss dann wirklich auch an alle Funktionalitäten denken und die entsprechend nachprogrammieren. Das heißt, ich muss jetzt noch dran denken, ich muss links meine Achse setzen, ich muss den Maximalwert bestimmen. Also alles so Sachen, die eben bei Power BI oder auch bei anderen Charts, selbst in Excel, einfach out of the box funktionieren. Ich muss es halt alles wirklich einmal sauber durchdenken. Das heißt, bis man dann so eine wirklich vernünftige Chart-Komponente gebaut hat, da sind bestimmt dann auch irgendwie 2, 3, 4 Tage mal vergangen, bis man da wirklich an alle Steuerungsmöglichkeiten eben auch gedacht hat. Aber das Schöne ist, es geht. Also wenn man sich da wirklich reinknien will, dann kann man das eben entsprechend machen. Wie gesagt, es ist extrem aufwendig. Das Einzige, woran ich eben denken muss, es ist halt immer noch eine Power-App. Das heißt, wenn ich irgendwie Zahlen oder Reports für große Datenmengen erstellen will, habe ich auch immer noch mal dieses Thema Delegierung bzw. Delegation. Ja, das heißt, wenn ich, ich kann halt immer nur maximal 2000 Datensätze mit meiner Power App abrufen und wenn ich irgendwie ein Reporting in Power Apps bauen will für mehr als 2000 Zeilen, dann muss ich mir da halt entsprechende Workarounds überlegen oder über ein Power Automate Flow das machen. Das heißt, das Ganze wird eben noch mal entsprechend komplexer. Ja, aber so als Proof of Concept ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, das mal gesehen zu haben. An der einen oder anderen Stelle werde ich es bestimmt auch mal noch ausbauen.
Das SVG-Thema konnte ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil uns die Zeit ein bisschen davon gelaufen ist. Gibt's noch Fragen? Gut, scheinbar nicht. Ansonsten könnt ihr auch gerne LinkedIn, Twitter oder einfach mir in Teams schreiben, wenn ihr Fragen habt. Dann können wir auch Sachen nochmal bilateral klären. Genau, ansonsten danke an die Sponsoren, die diesen Track hier eben mitsponsoren. Denkt dran, auch die Survey auszufüllen. Ja, gibt auch Swag zu gewinnen. Und ansonsten hat es Marcel vor der Session ja schon gesagt, ist dann eben auch jetzt im Juni die European Power Platform Conference in Dublin. Ja, auch da gibt es eben Tickets zu gewinnen, beziehungsweise auch 10% Discount mit dem Code EPCC Zürich. Und ansonsten wäre ich durch. Vielen Dank und ja, habt noch einen guten Tag.